Hallo YouTube, willkommen zu weiterem Video. Ich dir heute zeigen, wie du kannst machen Schleim aus ganz einfachen Zutaten, die du haben zu Hause. Wenn du nicht wissen wo, du fragen einfach Mutti. Wir fangen an mit Mehl. Mehl sehen so aus. Guck. So. Ich mache jetzt ganz wenig Mehl, also so viel wie ich brauche Schleim. Ich mache dann ungefähr Hälfte von das. So. Du sehen? Ganz einfach. So. Jetzt ich nehme Speisestärke. Speisestärke sieht so aus. Ich mache ungefähr so viel, wie ich genommen Mehl. Also, so. Gut, toll. Ja, super. Das reicht. So, und jetzt ganz wichtig, du musst nehmen Wasser. Wasser so viel, am besten Eierbecher groß. Jetzt mache ich Wasser rein. Genau so. Und jetzt, du musst schnell machen, Lebensmittelfarbe. Sieht ungefähr so aus. Du nimmst Farbe, die du haben möchtest. Ich habe jetzt grün genommen, weil ich mag grün. So, ich mache jetzt ein paar Tropfen rein. Toll. So, und jetzt, du kannst anfangen zu rühren. Gut rühren. So, gut festhalten, rühren, damit nichts passiert in Sauerei. Und damit natürlich werden perfekt, du brauchst Öl. Öl sieht so aus. Tada. So, du machst aber nicht viel Öl, du machst ein bisschen Öl. Das sei wichtig, damit das schön schleimig wird. So, ein bisschen so jetzt mit Löffel. Und jetzt ganz spaßlos gehen. Du packst einfach in Hand. So. Und auf geht's. Gut, so, ja, oh ja. Das macht Spaß. Also, wenn du fertig geknetet haben, dann sehen ungefähr so aus. Ganz schleimig, das sei ganz fluffig und ganz, ganz toll. Ich dir zeigen, guck, nicht kleben. Du schauen, das sei ein Endexemplar, das nichts kleben. Du gucken, du kannst stecken Hand rein und nichts kleben. Toll. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn dir gefallen haben Video, du lass ein Like und Abo da.